Da bestimmt zu einem kleinen. So, heute ist Dienstag, liebe Freunde, Tempo 67 wieder. Dienstag ist wieder WOT-Zugfahren angesagt. Jawohl. So, mit dabei, wie üblich, wie immer, die Schokodiebin und der Schmersch K. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. So, wir haben auch schon was in den Zug geworfen. Die Stück nehmen wir in der Mitte und dann schubsen wir uns mal rein hier. Ne? Sehr schön. Ja, das Event habe ich heute fertig gemacht. Das Jubiläums-Event zweite. Die 100.000 Schadenspunkte oder was da war. Oder ach ja. Erfahrungspunkte. Ich muss jetzt heute viel KV1S fahren. Am Ball bleibe. Mach das. Möglichst viel überleben. Und Schaden machen. Ja, ganz wichtig. Ja, meine Männer müssen ja... Ich war heute sogar in Paris. Ja, schön, T34, ja, war schön, ja. Jawohl. Total abgerockt. Oh, ja, meine Siegchance von 70%. Dann probieren wir es mal. Ja. Ach, schau auf diese Karte, da weiß man nicht wohin. Morgen streamen ja Nubia und Co. wieder, ne? Ja. Heute ist, glaube ich, nichts. Ne, heute ist nichts. Schade. Heute machen wir. Ja. Na. Da fahr mal dahin. Könnt ihr ja auch mal streamen. Muss ich das mir nur runterladen, dann kann ich auch mal streamen. Kannst du machen, ja. Was haltet ihr denn davon? Klar, ja, kannst du machen. Läuft. Gibt schon was. Da guckt was in meine Richtung. Autsch, das ist aber unfair. Kette beschädigt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Doch, dann stellen wir uns mal hier hin. Autsch. Frau Kaisen ist gleich raus. Autsch. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Autsch. Das war's für uns. Ich bin tot. Leichen. Aber ich habe Schaden gemacht. Ich auch. Ich auch. Ja, du lebst ja noch, zum Glück. Ja, nicht mehr lange. Ach, Bautz. Jetzt echt ganz schön rund. Schaffst du. So viele rote Punkte auf nichts kann man schießen, ne? Das ist aber ärgerlich. Ja. Das kann ich entscheiden, ja. Oh, das wird echt. Ah, scheiße, ja, genau. Fuck. Ah. Dann gehen wir raus. Er ist offen. Ja. Nein. Was hast denn so blöd? Naja, wollen wir mal gucken, wie es läuft, ja. Genau. Ja, Statistik sieht es noch anders aus. Da habe ich ja noch meine Gefechte heute noch drin, meine Güte. Okay. Fünfer. Das ist ein Vierer, ja. Nehmen wir ein KV. Oder, ja. Oder wollen wir Vierer fahren? Nee. Oder was? Schucke nehmen den KV1 hier nochmal ein, das geht auch. Ich habe das letztens für den KV85, die größte Knifte, mir gegönnt.
Oh, die macht schon mehr Schaden. Aber der T-150 ist besser, den Panzer habe ich schon, aber ohne Besatzung. Da kommt die Besatzung vom KV-85 dann rein. KV-1S. Ja. Was ploppt denn bei dir da immer so? Das ist der Blub im Rahmspinat. Ich meinte hier Schmerz. Also bei mir blubbt eigentlich gar nichts. Ja, irgendwie wie so Korken immer. Die Sektkorken. Ach so, ja, das ist, ich habe hier die Standard-Mod drauf. Mhm. Und da werden gerade bei Wargaming 6 Jahre World of Tanks gefeiert. Ach. Und das sind die ganze Zeit die Sektkorken und die Silvesterraketen. Ach so, ja, das hab ich auch drauf. Und das nicht. Macht dir den Spaß. So, wir halten uns mal so ein bisschen mal rechts. Hoch, okay. Hoch zur Borch. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal Kette hier. Auch zur Ballerburg. Oh ja. Yippie, hey. Gib Kette. Ach ja. Was hast du denn? Ach, Sonntag war das Wetter so schön. Heute ist wieder regnerisch, kalt, eklig. Hm. Fast schon Herbstwetter, ne? Typisch Aprilwetter, genau. Dann schlumpfen wir hier mal ein bisschen um die Ecke. Schon einen abgekriegt? Bings, bings, er kriegt noch was ab. Na, Schucki fährt vorne rum, okay. Schlecht. Ja. Das sollte man vermeiden, immer meistens hinten rumfahren. Jetzt habe ich vorne keinen, der mir was aufmacht. Ja, bin schon gleich da. Ich laufe bestimmt gleich in tausende Kanonen rein. Ja, verdammt schnell. Mhm. Ja, dann kommen wir mal eine kleine Dicke. Komm, den Berg hier. Oh, ich hab da was gefunden. Da ist schon was. So. Autsch. KV-85. Okay. Aber nicht so weit vor, gleich gibt's mich. Oh, da ist noch was. Das ist ein T-150 ist da hinten noch. Mein Gott, ey. So die Hucke voll kriegen, oder wetten? Ja, da gehe ich mit. Ich sehe ihn nicht, wo ist er? Komm ich genau. Autsch! Mal deine Frau überreden, dass sie mal mitmacht hier. Oder ist das nichts für sie? Nee, brauche ich nicht. Das ist da, ich kann sie nicht. Nee, glaube ich nicht. So, wir sind ja ziemlich alleine auf dieser Ecke hier. Ja. Ich mache deine Schoki da ganz da hinten. Ein bisschen Unterstützung. Wir stehen da hinten sehr, sehr gut. Ich krieg die Kanone nicht runter. Halte ich auch noch ab. Schön die Art, die linken jetzt mal ab dahin. Mhm. Oder unser Schmerz. Ach, der war mal da. Okay. Ja, der jetzt trinkt ein Bierchen. Ne? Der will nicht mehr spielen. Nee, ja. Haben wir dich zu sehr geärgert? Die anderen. Da steht er. Es qualmt noch. Ich muss ja mal auf Gold wechseln.
Gras gebissen. Gras gebissen. Jawohl. Er ist weg. Also mit dem T-150 da hinten, der ist er noch. Oh, ich verschieße. Okay. Scheiße. Einzielen lassen, einzielen lassen. Ganz wichtig. So, Schoki. Da kann ich ein Stück noch weiter vorfahren. Na, mach mal. Du machst das schon. Für Ruhm und Ehre. Der ist raus. Ach, wir haben sogar gewonnen, okay. Mal für Ruhm und KV1S. Für Ruhm und Ehre, genau. Ja, ich bin froh, dass ich zu der Zeit nicht habe. Hätten Sie mich schon lange. Ja, ich glaube, du drehst ab und zu mal sprechen deinen Kopf zur Seite, darum hören wir dich ab und zu nicht immer. Ich habe gesagt, Smash, wenn wir da zu der Zeit gelebt hätten, hätten sie mich schon einkassiert, schon lange. Meinst du? Ja. Ja. Auf jeden Fall, dann wärst du weg. Da ist weg. Arbeit, KZ. Na gut, das nicht erlebt haben. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das kann man unterstreichen. Ja, wir haben Stucki wieder in der Mitte. Toll. Wie geht's, Frauchen? Ja, soweit so gut. Bisschen Stress bei der Arbeit. Die haben da, kommt so alles zusammen, neues Programm und neue Kataloge, wo sie ja da für ihre Kunden da was bestellen. Und, und das Übliche. Ach, sie jetzt nochmal genau? Sie ist hier bei einem Logistikzentrum und das ist quasi so ein Dienstleister für alle möglichen öffentlichen Einrichtungen, die bestellen von einer, weiß nicht, von Sicherheitsschuhen für Autobahnmaß 3 bis Trainingsanzüge für die JVA, alles da und ja. Aber es gefällt ihr, ne? Das gefällt ihr gut, ja. Wir fahren rechts in die Stadt. In die Stadt. Kollegen auch nett zu ihr? Alle nett. Das ist doch gut, dass er Freunde gefunden hat. Genau. Ja, selbstverständlich ist es nicht, wenn die richtigen Pfeifenköpfe zusammen sind, dann dreht sich aber das Rad. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Ich glaube, da kann man manchmal auch sagen, okay, man macht vielleicht eher mal Abstriche, vielleicht bei der Bezahlung, aber wenn es dafür im Team stimmt, wenn die Leute okay richtig, sind, richtig, dann sehe ich genauso. Denn ich finde, im Beruf ist die Klickenwirtschaft noch schlimmer wie in der Schule. Ja, vom, das ist ja in manchmal dann je nach auch manche Abteilungen sind auch extrem miteinander verbandelt. Die machen dann irgendwie, ja, die verbringen ja nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch noch die Freizeit zusammen. Genau, das ist bei uns. Solche haben wir bei uns auch. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber, du. Ja. Meine Chefin ist so ein Workaholic, die hat nur Arbeiten im Kopf. Oh Gott, und nee, das ist ja... hörst du bei ihr nicht. Oh, schlimm. Die lässt sich vor, die mitten abends um 10 ruft sie noch an, wenn sie Probleme hat wegen der Arbeit. Das kann man am Morgen immer noch klären. Ja, was willst du abends um 10 noch groß machen? Weiß ich auch nicht. Ist mir schleierhaft. Ach, oh. Hier ist einiges, steht hier rum, es geht nichts auf. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schön, der ist schon mal weg. Steht irgendwo noch ein T-34 rum, ich weiß aber nicht wo. Da steht so einiges irgendwo. Bautz, der steht direkt ganz geradeaus. Der steht da hinten irgendwo. Da wahrscheinlich so. Vorsicht, Schoki, nicht, dass du einfach so rüberkriegst. Ja, mal probieren. Abends. Oh! Ja, nicht stehen bleiben, weiterfahren. Irgendwo kam er von hinten irgendwo her. Da ist er.
den überraschen wir jetzt mal. Das muss wehtun. Wirkungstreffer. Kritischer Treffer. Funke getroffen. Funk nur noch eingeschränkt. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, gutes. Rubenkarton meinst du? Genau. Autsch, da war die Arti. Wo ist Schoki? Da vorne ist Schoki, okay. Warum nicht? T-34? Und er hat kritisch. Wirkungstreffer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Was haben sie noch? Leichten Arti, Jagdpanzer und Medium. Birchgun, okay. Einzielen. Wirkungstreffer. Einzielen. Und tschüss. Och, hält ganz schön was aus, ne? Ich hab mal ausgeschaltet. Super, der Killshot wieder, ne? So, der Medium ist da unten. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Jagdpanzer irgendwo. Jagdpanzer 4. Artig, krebst auch irgendwo noch rum? Nee. Da unten ist der leichte Panzer, okay. Der Medium ist weg, jetzt gibt es noch einen Yachtpanzer und den leichten. Der leichte ist da unten, wir werden jetzt mal cappen, weil dann müssen wir jetzt mal was tun. Alle noch anwesend hier, das ist doch... Na klar. Der Jagdpanzer ist hier hinten. Wo? Oh. Würde ich sagen, bei B2. Ach, was ist mit dir denn kaputt? Eben gerade, ja. Den konnte ich nicht mehr da. B2 ist der. Ja, fahr zurück. Ja, komm her, holen wir uns den. Ja. Wir holen uns den. Der muss irgendwo ganz gut stehen. Da ist er. Da ist er. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sauber ist. Dafür, dass wir nur eine 43%ige Siegchance hatten, haben wir gewonnen. Jawohl. Ist ja nicht verkehrt. Super, super Gefecht. Geilo, Marty. Sag mal, hast du eine Ahnung, Smash, wie teuer eine standesamtliche Hochzeit ist? Hey. Oh, ja. Oh, ich hab hier ganz viel geraffelt hier. Ich hab eine Gunmark. Also man muss ja, glaube ich, je nachdem dort, wo man heiraten möchte, bei uns war das so, man musste sich ja erst in seiner Heimatgemeinde irgendwie erst anmelden beim Standesamt. Dann richtig. Musste man in der Gemeinde, wo die Braut herkommt, da auch nochmal... das auch die Urkunden, glaube ich, anfordern und so ein Zeug, das ist ja ein bisschen Bürokratie. Also Geburtsurkunde habe ich alles hier. Ja. Brauche ich ja nicht mehr zu mir nach Hause, oder? Ist bei uns schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, was die alles noch wissen und sehen wollen, aber ich glaube, wenn man in der Gemeinde bleibt, wo man, also wenn man jetzt nicht sagen möchte, ich möchte unbedingt in Köln heiraten oder wo auch immer, im Kölner Dom. So. Die Unterlagen musst du ja besorgen, sag ich mal, ne? Dann ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, so was nicht so, die nehmen mir für alles mögliche Bearbeitungsgebühr. Vielleicht so 30, 40 Euro. Ach, das kostet ja nicht die Welt. Ja. So müsste gehen, ja. Also Geburtsurkunde und Perso, so viel weiß ich. Das habe ich alles hier. Hm. So, das ist ein schönes Replay, jedenfalls für mich, da will ich hochladen. Ja.
Ich habe jetzt eine Gunmark auf meinem KV-1S. Geilomati, ey. Fein, fein. Cool. Da ist jetzt ein roter Stern drauf. Ich finde das cool. Achso, wir fahren wieder die übliche Länge, sagst du, ja? Ach, hoffe ich doch. Haben wir gar nicht abgeklärt vorher. Wir waren gleich so in Hektik. Hektik. Ich glaube, es hat sich schon eingebürgert. Denke ich auch. 1,5 Stunden ist eine gute Zeit. Ja, klar. Ich werde Karfreitag wieder einen Stream machen. Aber erinnere mich bloß nicht an Karfreitag. Aber Karfreitag schreibe ich zuerst mit C und dann mache ich Dann mache ich Tankfreitag draus. Tankfreitag, genau. Ja, dann ein bisschen die Briten machen, ein bisschen die Hellcat weitermachen. Ich habe mir mal für 30 Tage mal Premium mal gegönnt. Ah ja. Für einen Zehner. Na klar, kann man mal machen, ja. Ja. Und bin auch Premium, oder? Ich bin hier ganz normal Standard. Ich habe auch für 30 Tage Premium. Legen wir los! Wir fahren, wo wollen wir links? Links oder rechts? Wo wollen wir hin? Da, wo es schöner ist. Da, wo es schöner ist. Wo es viel Schoki gibt. Dann fahren wir heute einfach mal hier rum. Komm her, hier. Fahren wir da lang. Alles klar. Fahren wir nicht durch die Mitte, wir machen mal was. Also wir wollen diese Woche uns nochmal bei der Gemeinde erkundigen. Genau. Hey, rechts vor links. Aber die rechts vor links kennen sie ja auch nicht. Nein. Erste, was du beim Führerschein lernst. Was, genau. Was man gleich auch wieder fair lernt. Ja. Wir wollten schon mal vorbeikommen. Ich hatte was dagegen. Bounced, T40 bounced, okay. Mal die netten Nachbarn besuchen. Die haben gerade keinen Bock auf mich. Autsch. Autsch, der T40 kann mich hier treffen. Wie ist das denn? Das verstehe ich nicht. Kann der mich hier treffen hier unten? Okay, die fahren zu uns schon zum Cap rein. Dann müssen wir langsam mal ein bisschen aufpassen, glaube ich. Okay, dann müssen wir Cap verteidigen. Irgendwer schießt von hinten auf einmal. Das finde ich uncool. Nein! Was denn? War einmal da. Och, ich auch. Die haben uns hier total überrumpelt. Wir hätten doch die eine Ecke fahren sollen. Mein Motor ist hin, auch da klar. Oh toll. Repariert den Motor, Jungs. Ah, das war's. Ah. Aber gnadenlos versagt. Gerade so ein Top-Gefecht gehabt und dann gnadenlos versagt. Na super. Ui, toll. Ja. Ja. Das war's. Wollen wir raus? Ach, was willst du denn da noch da? Ja. Was weiß ich? Meuterei! Ach. Nun ja. Das lief ja nicht so toll. Pfeife rauchen. So, was wollt ihr fahren? Hält langsam, langsam. Man will es nicht. Flucht? Ja, ein paar Flucht. Der Flucht. Der Flucht. Ach komm, KV1 ist. So ein Film war mal, okay. Was mach ich nochmal? Ich mach mal so ein. Vielleicht kriegen wir ja noch so ein cooles Osterbild mit Osterhasenohren und sowas. Ja. Schauen wir mal. Genau. Gucken wir mal, was läuft. Winterberg, oh Gott. Ja, sieht so kalt aus. Machen wir gleich mal warmen Tee.
Oh, 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 oh. Ich nehme einen Wodka. Ja, Wodka, ja, Wodka. Eine heiße Schokolade. Und ich einen heißen mit Kaffee. Wodka. Mit Wodka. Mit Wodka. Lass uns mal in die Stadt fahren, würde ich sagen, wa? Oh ja. Könnte sinnvoll sein. Mal schauen. Also ich hätte auch mal Churchill fahren können, stimmt. Da können wir fahren vor, wenn du irgendwo vorfahren willst. Schaut es denn aus hier? Doch ganz gut. Du bist da rum, Schuki? Okay, fahren wir hier rum. Ich hab da was gefunden. Ich hab Schaden gemacht. Oh, wir stehen hinter mir. Ach du. Los, Mann. Oh, warte. Oh. Andere Seite hinfahren, da stehen wir besser. Ich verschieße. Ich bin tot. Ja, da kam eine Scheiße. Ah. Blöd gefahren. Ganz blöd gefahren von mir. Schöner Schuss. Noch mit Gold geschossen, na toll. Das sind ja drei Artis, das ist ja lustig. Wie bitte? Oh nee, nee. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Das freut dich wieder, wa? So, vorher kommt gleich ein Jagdpanzer da hinten bei dir. Schoki. Schön die Kette gezogen, supi. Guck mal nach links, da steht was. Kriegt sie den? Okay, hat sich erledigt. War nur eine Frage. Das war die Antwort. Ja, ich musste mich auf zwei konzentrieren. Das ist ein bisschen schwer, ja. Dass du sauber halten musst, ne? Kreuzfeuer ist ein bisschen doof. Doch Klassenkeile. Jo. Brums. Plong. Plongtong. Schöner Schuss. Ups, klemmt dein Kompagnon gar nicht ein. Sauberer Schuss. Autsch. Vorsicht, die kommt von hinten. Jupp. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Leise Scheiße. Aber wirklich. Ein ziemlich deutliches Ergebnis. Ja, wir haben erfolgreich verloren. Naja. Passt schon. Ja, ein paar Treffer gelandet, naja. Ja, ein bisschen was aufgedeckt, ein bisschen Schaden gemacht, naja. Bisschen was hat man ja gemacht, zwar nicht viel. Man war dabei. Zwei Schüsse abgegeben, einer hat getroffen. Gott, Freunde, was ist mit eurem Panzer oder habt ihr die alle auf Urlaub geschickt? Was? Halt, ich bin verkehrt. Ist rutscht.
Ich habe verkehrten Panzer. Die sehen alle fast gleich aus, weißt du? Ich glaube, aufpasst. Du hast 1000 Panzer da, du wirst doch wohl ein Panzerchen da finden. Ja, ich hatte einen KV-85 gerade drin, sorry. Ah, ist ja gut. Da kommt gleich die Rüge. Schlemmer. Was war das gerade? Da kommt gleich eine Rüge. Schlemmer. Schlemmer. Nach dieselbe Starrei. Hi, 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 Tiet, hi. Wer ist Taxi? Hi. Wir fahren in eine Stadt. Ja, machen wir. Macht sich gut, die Gunmark da drauf. Und meine Wikinger-Abzeichen sind drauf. Ein Drachenboot und ein Wikinger-Helm. Mein KV-1S. Sagt, die Reihe macht Spaß, kann ich empfehlen. Ja, ich glaube, die will ich noch mal. Also für die Heavys mal. Hast du denn auch schon eine Arti? Ich habe es nur einmal ausprobiert, habe dann für mich festgestellt, um Gottes Willen. Ich möchte gerne mal eine haben, mich irgendwo hinsetzen und dann abwarten. Kaffee trinken. Ja, kommst mal mit der Arti nicht überall hin, das ist ja der Nachteil. Da steht was. Mal was. So. Da wurde aufgeraucht. Ja, bei der Windmühle kommen wir ja hin. Schubidubidu. Du 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 du. So, mittlerweile, wir streamen ja auch Minecraft uns vom Server aus und da ist immer mehr los im Chat. Letztens regelrecht unterhalten, wie verrückt. Ach ja. Leider waren wir zu diesem Zeitpunkt auch im Dungeon, das ging dann teilweise gar nicht so gut. Ach so. So, was ist denn hier der Rest von der Rasselbande? Kommt hier keiner? Wenn hier keiner kommt, fahren wir durch. Gucken wir hier hinten vorbei, ob da was kommt. Hier hinten ist auch, steht auch keiner rum. Ist hier auch keiner? Ja, das gibt's aber gar nicht. Wo sind die denn? Ah, hier ist jetzt ein Luchs. Ein Luchs ist hier. Da kommt bei dir die Straße hoch. Aha. Ich habe einen KV 85 gefunden. Und T34. Hier ist jetzt ein bisschen was. Autsch! Hier ist jetzt ganz viel. Oh, ich habe ganz viel gefunden. Ich muss hier gucken, dass ich hier irgendwo rumkomme. Ja. Geschossen. Aha. Wir sind überall. Oh, okay. Oh, scheiße. War mehr als scheiße. Oh. Das war mein Fehler. Ich hasse Lux. Ich hasse ihn. Ich hab mich von Lux breitschlagen lassen, so ein Mist. Ah. Gib mir eine, Shogi. Fahr zurück. Schön. Bleib da, lass ihn kommen. Fahr zu, fahr vor. Schön. Los, fahr vor, nicht zurück, vorfahren, nicht zurückfahren. Nicht die Wanne zeigen, vorfahren. Los, vorfahren, vor. Schieb ihn. Und zählt. Okay. Wärst du dran, ich bin Hetzen rausgenommen. Wenn du zurückfährst, zeigst du die Wanne und er kann auf deine Wanne schießen. Dann bist du putt. Die untere Wanne. So, was mache ich unter Schmersch? Der war mal da. Ach so, okay, gut. Ich trinke Bier. Okay, dann gehen wir mal raus. Oh ja. Ja.
mal kurz bei dem Panzer mal gucken. Da was machen. Mach mal. Glaube ich, erst alles erforschen, dass man die Panzer machen kann. Typ 58 oder 59. Mei, was bist du denn für ein Schweinchen? Welche Stufe wollen wir? 4, 5 oder 6? Könnten wir doch fahren hier. Und? Schon. 30. 5er. Platz neue Kram. Oh, Schleimer. Oh. Was willst du? Oh ja, T67. Juhu, der macht Spaß. Der ist ja schön schnell. Juhu. Hat auch ein zeitloses Design. Ja, absolut. Ja. Ach ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ah, diese Karte. Wir fahren mal. Nach links. Okay. Könnte uns zwar einiges entgegenkommen, aber dann fahren wir mal lang. Probieren wir es aus. Los, komm, wir fahr durch. Ganz schnell hier den Berg hoch. Ganz, ganz schnell. Zack, 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 zack. Weil können wir uns irgendwo hinstellen und von hier oben irgendwie schießen. Autsch. Zurück keine Arti. Aber ich habe schon wieder lieb hier oben. Ah! Die kommt von hier. Was war denn das? Ja, dann. Nur so viel. Bist du mitten reingefahren? Ja, ich dachte, hat doch keiner was aufgemacht. Nix. Super. Du warst der Erste. Ja, so sehe ich das aus. Schuki, komm alle von hinten. Sieh zu, dass du im Berg da irgendwo runterkommst. Nicht die Richtung. Oh. Hey, ich kann nichts machen. Meine Kette. Hast du keine Reparatur? Okay, hat sich erledigt. Oh, nee, ey. Ah, ey. Schleimer! Kann ich mich denn jetzt besser verstehen mit dem neuen Headset? Klar und deutlich. Fall. Definitiv besser, ja. So, was wollen wir fahren? Ja, auch noch im Gefecht, ey. Was soll denn denn bist? Wir wollen Vierer fahren. Muss der Headset mal herhalten, ja. Was geht los? Mal fahr ich den hier. Uhu. Jetzt dauert es wieder bei mir. Ja, das wird Zeit. Nein, ich kann jetzt nicht im Scharmützel fahren. Ablehnen kann ich nicht. Ich bin selber im Zug. Geht schlecht. Da mein Tow.
Juhu! Ganz unten! Ja, voll. Juhu! Man möchte gerne ein 7er Spiel. Boah, die haben sogar 2 7er. Was sind die verrückt? Was ist das denn? Was soll denn das? Das eine ist eine AT, was wir haben. Achso, ja. Ich nehme alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. Trotzdem. Wir haben auch eine AT, auch 7er. Ach du Scheiße. Die Prognose sagt 46% Siegquote für uns. Hm. Ja. Schaffen wir. Ja, klar. Nichts leichter als das. In der Stadt, oder? Ja, wir fahren mit in die Stadt, würde ich sagen. Obwohl, wir könnten auch die andere Richtung fahren. Wir könnten auch übers Feld fahren. Ich rolle schon, zu spät. Okay. Einmal angerollt hier. Genau. Dann rauschen wir mal. Man konnte eben ganz deutlich den Unterschied erkennen zwischen Hetzer und Hellcat, die mich schön rechts überholt hat. Genau. Als würde ich stehen. Ja. Die Hellcat ist schnell. Allerdings hat sie kaum Panzerung. Das ist der Nachteil dabei. Aber sonst ist Hellcat... Ich fahre die gerne. Heavys fahren nicht in die Stadt. Ups, da sind wir durchgerutscht. Okay. Na, die werden wir hinten schaffen rauszunehmen. Ihr kommt klar? Wie seid ihr überhaupt? Ja, noch geht's. Okay. Kriegt er den da nicht raus? Wirkungstreffer. Oh, ich hab das mal geregelt. Ja. Ja, genau. Kann man ja. Oh. Oh. Was war das? Ja. Irgendwas geradeaus zu ist da. Irgendwo ist da ein Skoda, hab ich mir gerade rausgenommen. Ging nix auf. Ich bin tot. Schade eigentlich. Ich hab den Panzer gerade so gelobt. Dann war es vorbei. Man soll den Tag nicht von Abend loben, oder wie war das mal, ne? Kann sein, ja. Ja. Ihr seid dran. Ich weiß nicht, wo dein Panzer ist. Hm? Hier ist Schmerz mit seinem kleinen Schildkröte unterwegs. Ja, wirklich. Hört mich nicht jetzt. Artgenosse von mir, das ist aber ein bisschen uncool, ne? Das ist ein Skoda, der ist nochmal größer als du. Das ist ein Medium. Ja, und der kann auch mal Dresche kriegen. Ja. War ganz gut. Meinst du? Okay. Ehrlich. Der Austeil muss auch einstecken können. Wollt ihr aber einen zusammen tanzen, ja? Wenn er tanzen kann, ja. Schoki, fahr zurück. Schöner Schuss.
Der T150 sagt uns. Nee. Der KV85 sagt uns, dass da hinten was ist. Das sehe ich auch. Da kommt aber keiner mehr von uns hin. Vor sich oben auf dem Berg ist noch ein T37. Ah, sind hier los. Freut sich T37. Kommt. Ist hinterm Berg. Da ist er. Ist unten. Och, das war mal eine Hellcat. Schade. Ouahaha. T37, Vorsicht. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Ja. Das ist der Nachteil bei Jagdpanzern. Ja. So ein drehbarer Turm. Na gut, gehen wir mal raus, ne? Ja. Meine ich gütig, ist das als Stress? Noch hier, der hat auch schon so weit. Wo ist denn der KV1? Ist da, da ist er. Zack. Und hinein! Läuft, ne? Mein Wahnsinn, das ist ein Stress. Oh, Toppi-Tierchen. Oh mein Gott. Der ist aus so. Den lassen wir mal draußen. Ja, den lassen wir raus, ne? Oh nein. Doch evangelisch, ne? Ich ja. Bin buddhistisch getauft, katholisch erzogen. Jawohl, ne? Toll. Und total ungezogen. Oh. Ja. Ja, meine Eltern konnten mich ja nicht so erziehen, ne? Los geht's. Achso, wo fahren wir? Wir fahren hier lang. Okay. Ich könnte theoretisch beides beten, aber ich habe mit Kirche nichts am Hut. Immer diese Sekten. Ja, genau. Oh, Freunde, fahrt doch mal vernünftig hier. Was drückt der mich denn hier rüber, der Typ? Er spinnt der, ey? Ja, spinnt. Mann. Machen lassen. Spacken. Alle ein bisschen bescheuert hier. Wochenende ist immer am schlimmsten. Bitte? Wochenende ist das immer am schlimmsten. Ja, da haben sind wir alle Freigang hier. Ich weiß auch nicht. Oh. Junge, Junge. Da links. Ups, hier drüben schießt schon was rum. Was schießt denn hier? Kann einer mal so ein bisschen was aufmachen? Ein saublödes Gefühl, gleich kommt uns hier entgegen. Ach, der gibt halt gar keine Heavies, okay. Ja, wir tasten uns langsam mal vor. Mhm. Ah, da gehen ein paar rote Punkte auf, okay. Stein hinter dem Gebüsch noch, ich weiß es ja nicht. So eine Sauerei, aber. Hier kommt ja gar nichts. Tja, freie Fahrt, ne?
Ich glaube, der Gegner kommt gleich. Ah. Ich krieg die Kanone nicht runter. Was soll ich hier denn schießen? Scheiße. Ich fahr hier mal runter. Ich bin gleich tot. Oh mein. Autsch. Okay, ich bin raus. Das war's für uns. Raus hier. Hätte unten fahren sollen, wäre besser gewesen. Na gut. Warum muss ich immer sterben? Ja. Dort vorne. Ja, was ist denn hier? Oha. Der Panzer 4 Harland muss weg. Der hat mich eben ordentlich... Die haben hier auf uns gewartet. ...bedient. Ja, da muss man sie mal. Scheiße. Ja. Mann, Mann. Motor kritisch getroffen. Wir stehen. Dieses scheiß Stück da oben, ey. Ah. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Kette verloren. Hm. Wir sind bewegungsunfähig. Irgendwie losen wir heute wieder ab, kann das sein? Ja. Doch, wir haben noch zwei im Rennen, ist noch alles drin. Ja. Super. Los geht's. Unser Benzintank wurde getroffen. War ein witzig. Ich find's witzig. Oh. Ja, das ist ja komisch, wenn man das Maul, so großes Maul hat, ne? Los geht's. Verdammt, wie schön. Ja, schön, ich war kaputt. Dann geh ich raus. Ich habe ihm aber auch einen Schaden gemacht. Jetzt warten wir bis das Gefecht einhansel da. Ich bin schon rausgegangen. Schleimer. Er ist jetzt ganz allein, ne? Die Su-85 ganz allein auf weiter Flur. Mhm. Wir haben uns halt schön erwartet. Sache, Dickende kommt noch. Normal fahren sie alle vorne über das Tal ballern können. Ja, wie man es macht. Schade. Ist eh mal verkehrt, das ist. Kenne ich ja. Okay, wollen wir nochmal fahren, wird gesagt. Okay, dann. Es muss doch mal wieder besser klappen hier. Ja. Windquote 52%. Könnten wir schaffen. Wenn wir uns nicht zu dämlich anstellen. Wir geben unser Bestes. Ob das mal reicht. Ach, immer nicht so schwarz. Ab in die Stadt. Waren wir da nicht gestern erst in der Stadt? Ja, heute auch nochmal. Ja, zwangsweise. So, gucken wir nochmal.
Habt ihr eigentlich um Ostern rum frei oder müsst ihr irgendwie... Sehr witzig. Frei darf ich arbeiten. Was ist Freitag. Denn frei? Also doch, Feiertag, ja. Und musst du früh los? Hast du einen Langtag oder... Also am Karfreitag habe ich Doppelschicht. Oh, scheiße. Und am Ostersonntag und Ostermontag Frühschicht. Da ist halt zwei, der sagt zu. Ach, scheiße. Ich hab frei. Augen auf bei der Berufswahl. Jupp. Ja. Ja, aber woanders hast du, in anderen Berufen hast du auch irgendwas, was dir nicht behagt. Das ist so, ja. Perfekten Beruf gibt's nicht. Die schlimmste Zeit beim Arbeiten, diese Zeit zwischen den Pausen, die nervt. Also ich finde, nach der Pause geht's immer ruckzuck zum Feierabend, da rennt die Zeit. So. Kommt hier auch mal was? Ich halt gleich wieder eins auf dem Arsch kriege hier. Ja, das ist was. Oh, da kommt, da kommt jemand. Er wird verschreckt. Ihr müsst doch nicht verschrecken, Freunde. Dann fahr zurück, wenn da was ist. Dann fahr zurück, mein Schatz. Der ging nicht durch. Ich stehe hier ganz beschissen. Genau, fahr du mal vor. Ha. Super, hätten wir noch gebraucht. Ich glaube, manche können hier durch die Häuser wieder durchgucken. Ich weiß nicht. Kann er. Vor die UI kommen, böser Panzer. Großer, böser Panzer, UI. Oh, es leckt gerade bei mir. Scheiße, es leckt. Super. Ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Wir hätten hinten rumfahren sollen. Da waren zwei UIs, okay. Vorsicht, da kommt was Dickes. War egal. Also ich... Von allen Seiten hier. Ich wurde eben von so einem Stritzwagen getroffen. Ich keine Ahnung, wo der stand. Der war irgendwie. Er hat sich getarnt. Tarnkappe, ehrlich. Weg. Oh, naja, 52%, ne? Na. Ja, dumm angestellt. Na gut. Müssen wir halt mal gucken. Und ein Sechser wollen wir fahren, sagt er. Vielleicht klappt's ja. Gucken wir mal. Wollen wir nach rechts? Ja, also ich habe hier bei rechts die Erfahrung gemacht, hier oben auf dem Hügel etwa B2, glaube ich. Da ist ein schönes Gebüsch. Da würde ich mich mal für 10 Minuten reinschauen, gucken, ob mir was für die Flinte läuft. Das heißt, du musst ein großes Geschäft machen, 10 Minuten, ja? Da mindestens. Zum Gebüsch, okay. Zeitung dazu, genau. Ja, und dann vielleicht passiert ja ein Wunder. Genau, solange der Stift noch nicht malt, dann geht das ja. Oh, nee. Richtig, genau. So sieht's aus. Ja, das ist blöd im Gebüsch, wenn du dann auf Toilette musst. Fein. Sagen wir mal kurz den Pasta-Jutentag.
So, Schoki, fahr mal ein bisschen rum, mach mal was auf, damit wir was beschießen können. Schöner Schuss, das ist mal weg. Okay, dann rückt man ein bisschen weiter vor. Dann geht nicht mehr auf, schade. Geht nicht auf. Gar nicht auf. Sehe ich so nicht? Scheiße. Jetzt ich ihn ja ran. Was denn, Schoki? Of course. Zwei weg vom Kasten. Schön. Guck, hier ist ein Hellcat. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Schön. Welche ist er? Wunderschön. Sauber. Ich hab schon zwei welche geputzt. Ich auch. Fehlt nur noch die, jetzt in der Stadt geht's rund, ne? Wo das noch nur so 100 Y. Ah, die macht Spaß. Wir fahren mal Richtung Cap, weil wir müssen irgendwie was machen. Ja, verteidigen müssen. Wieso ist da oben irgendwo? Okay. Auf? Wo sind die denn alle? Ach, hier steht ein Stein im Weg. Ich fasse es ja nicht. Also, hier ist es los. Was haben die denn noch? Drei Mediums und drei... So. Mal gucken. Mm-hmm.
KVS Geschichte, okay. Jetzt haben wir noch zwei Mediums und ein Yachtpanzer. Was machen wir, müssen sobald mal aufkreuzen. Einmal Schaden und zwei habe ich platt genudelt. Jo, ist das schön. Jetzt nur mal gucken. Wir haben gleich durchgekappt. Wo die kommen? Schubidubidu. Tutututututu. Okay, wir haben gewonnen. Sauber. Wunderbar. Also wir drei haben 1/5 des gegnerischen Teams erledigt. 5 Abschüsse. Ja, damit kann man mal leben hier. Das ist mal eine Ausnahme, ne? Ja. Schleimer. Ja, lohnt sich doch wieder. Auch die Weiber? Ich nö. Ich hab Standard. Vanillo. Standard. Doch mal die Weiber holen, das wird's. Ach halt, stopp, Entschuldigung. Ich hab nicht aufgepasst. Oh, ja, wartet. Mensch. Wartet, ja. Mann. Oh ja, Mann, ja. Ja, ich will mal. Genau. Mach mal deine Base. Entspannung, Entspannung. So, und hinein. Hinein! Wir fahren mal über den Berg. Wir fahren rechts. Okay. Wo ich merke, du kannst dich irgendwo unten ins Gebüsch stellen und den Cap ins Auge behalten, wenn du möchtest. Oder kommst halt mit. Ach, komm mal mit. Ja. Genau, sag mal kein Stubenhocker. Komm mal mit. Los. Auch komm mal raus hier. Ich halte mich hier schön erstmal an der roten Linie auf. Was? Ach, guck mal, T1 Heavy, den habe ich auch. Den Donnerstag aus ein bisschen Zug fahren. Muss ich mal gucken. Donnerstags ist immer so ein Tag, wo ich immer ziemlich schon so platt bin, wo ich keine echte Verstärkung bin. Dann musst du den Tag artig spielen. Sonst flätst du dich irgendwo hin und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. So, die kommen ja unten. Autsch! Wo hat der denn geschossen? Ey, habt ihr wohl nicht alle, oder? Vollmeise, oder was? Ah, nein! Was denn nein? Ah, was denn wohl? Ich bin gekrippelt. Was denn? Was machst denn sowas? Oh, ich werde schon mal beschossen hier. Oh, oh. Alle extra. Das ist KV 85. Kopfschmerz. Gauer 85, war noch alte Scheiße, ey. Das ist schon wieder ätzend. Okay, der KV ist raus. Kommt jetzt der AMX hier unten durch, okay. Kette beschädigt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Mhm. Ups, das war die Arti, okay. Der ist in den Hintern verbrüht, ne? Da komme ich nicht runter. Scheiße, ich knipp den nicht runter. Ah, ein doofes Gefühl schon wieder. Mir ist schon wieder ganz, ganz schlecht irgendwie.
Oh. Jagdpanther, okay. Schade. Ja. Naja. Geh mal halt raus. Was heißt denn so blöd? Oh toll. Es läuft heute ja wieder bombastisch. Wie geschnitten Brot. Ja. Oh, gestern kam eine schöne Brotzeit aus Österreich, die wir bestellt hatten, weil Papst hat ja morgen Geburtstag. Ah ja. Da haben wir natürlich die Wurst schön eingepackt in den Karton vom Headset. Ja, sehr gut. Hat was. Ja, wir wollen Sechser fahren. Jagdpanzer auch, ne. Nehme ich nochmal die Hellcat. Hellcat ist eigentlich ganz gut. Den. Braucht halt ein bisschen mehr Bums. Tigerkanone. Ja. Tiger. Tiger. Im Kloster Mansfeld sagt man Tiger. Hä? Tiger. Tiger, ja. Da gibt es auch keine Bonbon, da gibt es auch Klumpfes. Oder wie das Ding heißt da bei denen. Mhm. Wollen wir hinten übers freie Gelände? Also meinst du rechts rum? Ja, klar. Vielleicht geht ja was. Ja, gestern waren wir ja schön Rippchen essen ja noch, ne? So, dann waren wir mit neuen Klamotten eingedeckt. Sehr gut. Ja, und beim zweiten Glas Cola. Ich setze es an die Lippen, will trinken. Ja. Dann merke ich so, irgendwie... Irgendwas war jetzt komisch. Und irgendwas Warmes klebt an der Lippe. Ich fasse mit dem Finger ran, Blut. Gucke ich das Glas an. Hat es um eine Ecke abgebrochen gewesen, von innen. Ouch. Genau daran. Ende vom Lied war halt, ja, zwei Servietten brauchte ich. Bis es halt aufgehört hat zu bluten und... Ah, bleibt's! Schuki bei mir stehen. War ich da hinten rein. Und ich brauchte mein Essen nicht bezahlen. Jawohl, ich habe zumindest... mich tausendmal entschuldigt, also nur gesagt, kann überall passieren, locker bleiben. Schlimmeres, ne? Oh Gott, ich quassel wieder viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich schon wieder hier lang fahre. So eine Scheiße, bist du eigentlich? Und mir ist leicht schlecht geworden. Autsch! Hier oben ist irgendwo ein VK. Was? Die Arti kriegt sie nicht, Schoki. Hier oben sitzt irgendwas. Ja, da schießt sie einfach nur so dumm rum. Ich weiß aber nicht, wo es sitzt. Schoki, du hast einen Krummel, du musst ein bisschen aufdecken. Was? Ich versuche es ja. Versuch macht klug. Ja, da ist er. Da ist er. Ich habe ihn nicht getroffen. Das ist der einzigste da hinten? Das ist doch Käse. Los, komm vor, du Blöds. Schöner Schuss. Der ging voll durch ihre Panzerung. Habe ich noch mal einen mitgegeben? Sauber, der ist raus. Auch einen mitgegeben. Oh, Scheiße. Autsch. Sie kann jeden Moment reißen. Das ist ein dicker Max. Ja. Autsch. Och Mann. Das war's für uns. Raus hier. So, wenn ich nichts aufdecke, deckt keiner was auf, habe ich das Gefühl hier, ne? Ist doch ätzend schon wieder, ey. Jedes Jahr dieselbe Schinderei. Oh Mann. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen.
T34 und dicker Max beide zusammen. Jo. Blöde Kombination. Genau. Noch mit. Ich sag zum Abschied, leise Scheiße. Den Spruch habe ich leider nicht gefunden, den muss ich mal suchen, den irgendwo gibt. Also Scheiße. Kriegt man aber voll ein auf die Moppe. Ma. Ja. Aber 100 Pro, ne? Aber ich habe heute Morgen gut vorgelegt, ich bin noch bei 52% Siegquote. Ha! Jawohl. So, was wollen wir fahren? Schucki schläft, okay. Tja, was nehmen wir? Ich weiß schon was. Ich glaube, ich weiß was. Ja, wir haben sogar noch gewonnen. Hey, wie könnte das denn passieren? Ach, egal. Ja, ein bisschen Schaden gemacht. Schucki, oh, ist das schön. Drei Schüsse, davon zwei Treffer, davon sind zwei Durchschläge. Verkehrt. Aha, das dachte ich mir schon. Ja, ja. So was macht ihr hier, Alter. Mhm. So. Gucken wir mal. Och, die schöne Karte hier. Herrlich. Ein bisschen Avien. Rechts. So, und schönes Schlachtergasse. Nicht, ne? Schön blauer Himmel, schon schön kalt hier. Toll. So, muss ich mir gleich mal einen Tee machen. Da ist es nicht kälter wie 12 Grad. Kälter. Achso, ihr rechts, habe ich richtig verstanden? Da, wo der Daumen links ist, genau. Okay. Warum fährt mein Panzer nicht? Was soll das Scheiße? Was denn? Also, da war doch Rückwärtsgang drin. So fair. Du musst die Handbremse lösen. Oder wir müssen ADAC rufen. Ey, lass den mal welche. Genau, zu voll mit ADAC und so. Hat mir gereicht. War doch witzig. Ja, witzig. Bin auch mal, wenn ich ein gebrauchtes neuen Wagen erhole. Ford Focus. Als Kombi. Letztens eine bei mobile.de gesehen. In Bad Harzburg. Wie ich letztes Mal geguckt habe, war er weg. Oh, was macht ihr denn hier? Da war er schon weg gewesen. Weil Kredite sind derzeit ja so günstig, die werfen sie ja mehr oder weniger hinterher. Ja. So, jetzt bin ich hier vorne. Gleich kriege ich eine bestimmt, ne? Oh, da kommt schon was. Ich habe da was gefunden. Jagdpanzer. Jagdpanzer, der sich nicht traut. Jetzt kommen wir jetzt auch nicht weiter rum. Und dann kriege ich nämlich eine. Ja gut, genau hier in die Richtung. Können wir ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dass der mal ein bisschen abgelenkt wird. Ja, da kommt schon einer. Oh. Ja, wunderbar. Puh, guck mal, die Arti kommt. Wir kriegen gleich Besuch von hinten, glaube ich. Wir sollten mal umdrehen. Los geht's. Okay. Ah ja. Jetzt kann ich den Kasten hier aufräumen. Das könnte von Vorteil sein, vielleicht.
genau unter zwischen Drängeln hier. So, weiter geht's hier lang. Huch, da oben steht was. So ein Sausack. Dicker Max. Oh. Dicker Max, ja. Ihr versteht keinen Spaß. Der dicke Max. Versuche mal jetzt mal so ein bisschen Hallo zu sagen gleich. Gibt's da noch zwei Artis? Okay. Gibt's auch noch zwei Artis unten. Cromwell. Ist weg. Sehr schön. Dann fahre ich mal zum Cromwell rüber. Und sag ihm mal so ein bisschen Hallo. Haut ab. Cromwell kriege ich nicht mehr. Wird eine Nullrunde werden. Super. Ja, ich glaube, ich habe auch gar nichts. Wir haben mal einen ganzen Panzer kaputt geschossen. Oh, Entschuldigung. Aha, ich habe reingefahren. Das tut mir leid. An die Schuki? Ja, schon lange nicht. Oh, und das denn nicht? Was? Dann habe ich gleich retour. Soll vorkommen. Das ist er nicht. Wo ist der blöde Cromwell jetzt hin? Da kann er nicht weg sein. Da hinten? Da ist er. Ach ja. Wo ist er denn? Der kleine Mistzack. Ja, der wird sicherlich irgendwo gleich. Ja, da kommen wir nicht schnell, also ist der Nachteil an der ganzen Sache. Ne? Der kann überall sein. Ja. Haben wir die Basis erobert, okay. Super. Gut, toll. Ah. Man, oh man. Oh, toll. Nix gewonnen. Oh, toll. Nicht viel. So, ich denke, wenn ich um Uhr schaue, dann könnte dann das letzte Gefecht sein. Also muss es quasi auch mega erfolgreich werden. Wenig. Genau. Ja, wird es, ganz bestimmt. Ach, bestimmt. Na super, schon mal ganz unten.
Aber eine Siegquote von 75% angeblich. Achso, mal gucken. Na, wenn die Statistik das sagt. Ach, trau keiner Statistik, die nicht gefälscht hast und deine eigenen Zahlen benutzt hast. Genau. Was lernt man ja? Genau. In den diversen Arbeitnehmervertretungen dieser Welt. Ja. Ja. Gelernt ist gelernt. Wir waren links. Gucken wir mal, was wir reißen können. Böse Panzer auf einer Seite. Alle solche großen Panzer. Eine große Kanonen für uns. Das ist ätzend. Alles viel zu große Kanonen für uns. Schuki nicht so weit nach vorne. Das okay, Schuki hat sich wieder erledigt. Schuki mag nicht mehr mit uns spielen. Nee. Hat meine Nase nicht gepasst. Oh mein Gott. Heute kommt der Dicke hier. Profi. Kommt eine Hellcat. Mir ist so schlecht. Ja. Autsch. Autsch. Der Motor hat Aussetzer. Autsch. Ich bin tot. Ich auch. Oh Mann. Hey, aber genau eine Stunde 30. Diese Statistik. 75%. Sage, anfangs ganz, ganz gut aus. Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir uns aufgeraucht. Ja, geh mal raus hier. Geh mal raus. Zurück in die Garage.
Jo, also für mich war es das hier. Mit diesem erfolgreichen Supergefecht verabschiede ich mich dann erstmal für heute. auf die Couch. Ah. Auf super erfolgreiches Gefecht, genau, na super. Ja, mega. Oh. Ja, lief heute nicht ganz so toll, aber gut, okay, kann ja nur besser werden, ne? Ja. Okay, dann danke ich euch. Euch beiden, auch ne? So. Der Schuki. Danke dir. Bitte gern geschehen. Und dann bis zum nächsten Mal, vielleicht am Donnerstag, ne? Ja. Vielleicht am Donnerstag, genau. Okay, so. Bis dann. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Ciao.